Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen nach wirklich langer Zeit mal wieder zurück zu Dinosaur King. Ja, das letzte Mal weiß ich gar nicht mehr, was passiert ist, außer dass wir Ursula besiegt haben. Ey, wie schaut's mit den Dinosauriern aus? Oh, Mikado Taurus ist aber gerade wirklich bedrängnis. Nee. Ja, mein Level 34. Muss ich jetzt gerade Zeph bewegen, jetzt wo ich den Schlüssel hab? Nicht den Schlüssel, sondern den Spiegel und den Pteranodon, Pterodactylus, was auch immer. Mal sehen, gibt's hier was? Nö. Ein Scheißstab, wenn man ein Fossil aus Amerika haben will. Du, was schlauberst du? Dieser Bereich wird immer noch überwacht. Komm zurück, wenn die Überwachung abgeschlossen ist. Ja, dann niemals, denn wir sind in Amerika, da wird immer alles überwacht. So, like, nein, halt dein Maul. Oh nein, mein Stopptrop. Nein. Batterie. Ich mach so ein Stück. Geil. Geilomatico. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das sieht richtig aus. Eingang Lagerhalle der Alpha Gang. Max, ich wette, das ist das Lagerhaus der Alpha Gang. Wie kommst du darauf? Das stand doch da nur davor. Ursula sagt, ein Typ namens Pfeff würde hier sein. Ich war sogar richtig mit Pfeff. Oder was hatte ich gesagt? Ist ja auch egal. Also gut, dann wollen wir uns mal umsehen, Fiedra. Was heißt, wir sehen uns um? Du, ich weiß nicht, wohin du gehst. Du bist einfach weg und kommst dann am Arsch wieder raus. So, nein, das ist kein Wir. Ich schau mich um, während du keine Ahnung was machst. Kümmerst du dich um die verbliebenen Alpha-Roboter oder was? Warum muss ich eigentlich mal hier die ganze Schwerstarbeit leisten? Da ist schon der erste Alpha-Roboter. Alarm, bitte redet streng verboten. Lass mich das machen. Ja, was denn sonst? Ich mach doch immer alles. Okay, die Stärke der Alpha-Gang. Zunächst versuche ich eine entscheidende Aktion. Dankeschön. Das heißt... what the fuck, Level 44. Junge. Was ist das für eine Scheiße? Na gut, der Damage geht ja noch. Aber... weißt du, das hilft mir überhaupt nicht. Machst du Stein? Ja. Da hatte ich nochmal Glück und das heißt nochmal 50% Einbuß in seiner Angriffskraft. Aber ich weiß nicht, ob es nur für den nächsten Angriff gilt oder generell. Ja, gut, wenn es generell gilt. Level 44, ich glaube, es hackt. Und der nächste wird ja Level 45, 46 sein. Wird er jetzt wieder eine entscheidende Aktion machen? Der hat jetzt nichts gesagt. Ja, jetzt haut er raus eine entscheidende Aktion, wenn er nichts sagt. Und Erdbeben. Erdbeben mochte ich in Pokémon ganz gerne. Wie sieht Erdbeben hier aus? Ist es auch so ein cooler Move? Ja. Haut ganz schön rein. Ja, du hältst deinen Kurs, dafür wirst du vom Tapejara geschnappt. Der Yachtangriff. Ja, Tapejara. Ich wünsche, das ließe sich steigern, dass dann mehrere Tapejaras angreifen. Aber komm noch ab, hier muss eine andere. Das achte doch was anderes. Und ich bin tot. Meh. Oh, beide sind tot. Ja, das ist wirklich ein Gleichstand. Da ist ja der Ainosaurus. Oh nein, warte mal. Der Carnotaurus. Zumindest versuche ich einen Schöner. Okay, danke schön. Dafür kriegst du deinen Schwanz der Rache. Rache. Ne, im Ernst. Ich muss meinen Arm Dacentosaurus brechen. Level 45. Oh, okay, ich werde mit deiner letzten Aktion gleich ziehen. Dann kriegst du einen Windschwingen. Dann kann ich mich in die Vorteil verschaffen. In den Vorteil versetzen. Zumindest mein Dinosaurier vom Kampffeld her. Ich weiß es gar nicht. Ja, und der Yachtangriff kommt wieder.
sehr gut. Wird er mitziehen oder? Er sagt nichts. Das ist unfair. Dann kriegt er den Wirbelsturm zu spüren. So eine Frechheit. Und der Tapeara. Ja. Ich muss gleich unbedingt Tränke verwenden. 1700. Hat nicht mal ein Level gebracht. Sorry, aber der Sieg ist mein. King Kong. Lang lebe die Alpha Gang. Guck mal, da sieht er aus wie so ein kleiner Hans Wurster und dann in dem Bild ist er so ein richtiger Reiterschrank. Ei, Getränke brauche ich mal viel mehr. So. Ich brauche mehr Getränke. Na gut, ich habe noch Sprossen und Blätter, aber das, ob das helfen wird, so wirklich, bezweifle ich gerade sehr, sehr stark. Ich muss doch irgendwo eine Kiste geben mit der Karte. Nein, ich habe gar keine Lust auf die Scheiße. Ja gut, ich bin extrem unterlevelt, aber das heißt nicht, ach verdammt. Weiter kommen wir wohl nicht. Wartet, sieh mal, der Zaun hat einen Riss. Wenn wir hart genug dagegen schlagen, können wir ihn vielleicht runterreißen. Wir brauchen nur was, womit wir ihnen einen ordentlichen Schlag verpassen können. Ein Sprengstoff zum Beispiel, haha. Wenn nur ein ordentlicher Schlag reichen würde, warum dann gleich Sprengstoff? Das muss ja von dir kommen, Max. Los, wir gehen raus und sehen, ob wir was finden. Gut, dann kann ich ja schon mal hier mich in Ruhe umgucken, ob ich eine Karte finde. Hallo? Das sind die komplette Sackgasse, dieses Schwarz. Das Gruselige ist, man weiß nicht, ob es weitergeht oder nicht. Nee. Bitte gib sei die Karte. Naja, ein Handbuch ist nicht schlecht, aber ja. Okay. Ach Gott. Nein. Der Teleborscher. Ja. So. Okay, nur die Batterie. Aber die Batterie ist hier genug. So, wie viel habe ich? 26.000. Und damit kann man einige Dino-Getränke, Els... Aber was steht da? Stellt alle GP eines Dinosauriers wieder her? Ja, gut. Ah. Kauf mir davon mal 15 erstmal. Und von dem Rest holen wir uns Dino-Getränke M. Machen wir 27, haben wir glatt 30. Und noch Platz für zwei Dino-Getränke S. So. Tutti, jetzt müssen wir erstmal den Sprengstoff für uns besorgen. Ja, geil, Sprengstoff. Ja, wo lang ging es eigentlich nochmal? Ein Fukiosaurus. Okay, was sagt er jetzt? Ach man. Das ist das Problem mit den Dingern. Die machen immer nur den Zufallsmodus. Und wenn der einmal trifft, dann haut er dir recht ab. Das ist nicht immer lustig. Meine Vorräte. Okay, das war's. So. Der gibt verdammt viele XP, aber im Laufe muss man ihn besiegen. Nein, hier war Ursula drin. So. Soweit, so gut. Okay, eine entscheidende Aktion. Wird dir nichts bringen.
Ich weiß mal nicht, sind die gleich oder nicht? Das ist unfair. Die geben nicht genügend Tipps und Hinweise. Ja, immer noch nicht. Das ist so frech. Ja, jetzt will er den entscheidende Aktion schlagen, weil er das gerade gemacht hat. So. Jetzt gibt er den Tipp. Aber davor nicht. Ich verstehe es nicht. Bin ich ganz ehrlich. So. Jetzt schon wieder sagt er nichts. Aber ich habe daraus gelernt. Aber die Frage ist, warum liegt er denn eigentlich, steht er eigentlich erneut? Warum greift er nicht an, während er liegt? Das wäre viel besser und lustiger. Hehe, nochmal drauf, wenn er liegt. Ja. Ah, ja, Mann. Ah, hier oben war der Spiegel. So. Ich habe gerade keine Lust. Aber ich will auch nicht andauernd meine Stopp-Drops verwenden. Komm zu mir, Petalanodon. Gut. Flieg einfach weg. So, ich muss irgendwo Sprengstoff finden. Okay. Gut, dass ich fliehen konnte. Normalerweise sagen die so, so geht das nicht. Nö, nö, nö. Ich habe meine Einsamkeit, aber dieses Leben hat auch Nachteile. Ich liebe meine, ich liebe meine Einsamkeit. Seht euch zum Beispiel mal das Fossil auf diesem Bild an. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Könntet ihr zwar nicht herausfinden, worum es sich handelt, ich gebe euch auch was dafür. Na gut. Okay, Fossilfoto. Direkt renne ich deinen Dinosaurier rein. In den Giganotosaurus. Weißt du was? Nein. Einfach nein. Ich hätte mir noch mehr Alpha-Stopp-Drops holen sollen. So. Das ist echt eine Frechheit. Warum steht hier einfach ein Kaktus im Nichts rum? Das macht nicht mehr Sinn. Guck mal, an Teichen kann immer was sein. Vielleicht sogar hier im Fressmaul. Nö. Oh, buh. Und schon lässt die Wirkung wieder nach. Sag mal. Dabei spule ich nicht mal vor. Ich renne nur legit ein, zwei Meter und dann ist schon weg. Es ist nicht okay. So. Kentrosaurus. So. So, du überwachst immer noch. Ha, wo finde ich Sprengstoff? Nee, ich will mich teleportieren. Ich dachte, ich komme jetzt in das Gebiet rein. Oh, ich weiß, es ist ein Tyrannosaurus-Fossil. Ich habe das Lebewesen auf dem Fossilfoto identifiziert. Darum ging es mir aber nicht. Na gut, habe ich schon mal gemacht, aber gut. Erfahrung, Leistung. Die Arbeit ist zurückgekehrt und damit auch die Normalität und das nur dank euch. Okay, du hast nichts über Sprengstoff für mich zu sagen. Erzählst du mir was über Sprengstoff? Lebendiger sich unser Fanclub gefühlt hat. Zu allem Übel versteckt er auch noch ein Bild von ihr. Ich könnte ihm einen runterhauen. So, ich weiß, Ursula hatte mich total unter Kontrolle und das gegen meinen Willen, aber ich werde nie vergessen, wie lebendig ich mich gefühlt habe, als ich ihr Verehrer fühlte. Jedem das seine. Also, einige Leute suchen nach Fossilien von Dinosaurier-Code. Dabei gibt es allerdings ein Problem. Sie benutzen für die Ausgrabung Sprengstoff und der Dinosaurier schießt in alle Richtungen. Bäh!
Er sagte, es war nicht meine Schuld. Ursula hätte mich im Griff. Was für ein Lügner. Ich werde nie seinen glücklichen Blick vergessen, als er die Stadt verließ. Männer sind das Letzte. Bist du A, nicht selbst ein Junge und B, bist du nicht noch ein kleines Kind? Hallöle? What the fuck? So, ihr habt das Ei an seinen Platz zurückgebracht. Endlich kehrt Frieden nach Dustburg zurück. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr habt uns gerettet. Ihr habt das Ei zurückgebracht. Ihr habt echt was auf dem Kasten, Jungs. Haha. Ihr habt doch meinen Papa zurückgebracht, richtig? Danke, meine Mama und meinen Hund haben sich gefreut. Ich natürlich auch. Es war uns eine Ehre. Wir machen nur unsere Arbeit. Das ist alles. Ja. Erschreck mich doch nicht. Ich verstecke mich hier, klar? Auch wenn der große Vogel nicht angreift, habe ich ganz schön Angst vor dieser Alpha-Gang. Deswegen mache ich auch den Ding-Dong. Damit brauchst du keine Angst haben, dann weißt du ja, dass ich es bin. Ach was, die stehen davor. So. Der große Vogel hat sich wohl wieder in sein Versteck verzogen, Gott sei Dank. Jetzt ist es morgens und abends wieder ganz schön kalt. Zetter, zetter. Oh ja, die friert. Ja, aber wo? Kannst du mir nicht sagen, wo die nach Dings suchen? Hey, warum muss ich mal alles herausfinden? Sagt mir das doch mal. Unmöglich. So. Es war unglaublich schnell und lief auf allen Vieren und schwer geatmet. Das ist alles, was ich über den Knochendieb weiß. Bitte, ihr müsst ihn finden. Hatten wir den Knochendieb nicht schon gefunden? Das war ein Hund. Der Hund Mortimer James. So, danke, ihr habt mir das Leben gerettet. Lalala, ja. Die Wirkung... Ach Gott. Ja, dann können jetzt die Dinosaurier kommen. Ich meine, was sollen die Scheiße? Ankylosaurus, Dacentrosaurus. Okay. Dann kriegst du einen erdigen Schwanz zu bekommen, zu spüren. So, dann bekommst du eben einen erdigen Schwanz zu bekommen, alles klar. Husch da los, ey. Eia. Erdinosaurier sind im Vorteil, ja. Und ich weiß nicht, was er macht. Will er gleich ziehen oder mich schlagen? Er zieht gleich und kriegt einen Stein auf den Panzer, auf den Rücken. Okay, ja, er wurde zerquetscht. Manchmal dauern die entscheidenden Aktionen noch so lange. So. Ich will aber auch nicht gegen ihn hin zum Kunst kämpfen. Ich meine, eigentlich im Prinzip ganz gut für meine Level, aber... Okay, das ist kein Fossil, das wird irgendwas anderes sein. Und will ja, wenn ich jetzt Code für... Das ist ein Fossil aus Nordamerika, obwohl das weiß war. Normalerweise müssten die doch orange sein. Aber gut, ein Fossil ist ein Fossil. Yeah. Wie, wenn ich jetzt Dinosaurier-Code gegen einen gegen Sprengstoff eintauschen muss. Dino-Schwung. Ja, du hältst deinen Kurs, natürlich. Ach man, hallo. Okay, hier ist nichts. Aber vielleicht irgendwas zum Ausbuddeln. Ja. Nice. So. Perle, fünffarbig. Die ist was einiges wert, das weiß ich. Und hier ist noch was. Und ein Fossil aus Nordamerika. Geilo, Martico. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Und man sieht sich das nächste Mal wieder bei Dinosaurier. Dann sage ich noch Tschüss und hauen Sie rein, meine Freunde. Ciao.